Ihr Lieben, heute bin ich mal im Garten und will euch mal meine Vogelhäuschen zeigen. Und ja, dann nehme ich euch jetzt mit. Hier ist das erste Vogelhäuschen und zwar haben wir das vom Sperrmüll. Da hat doch einer das so schön gebastelt und da haben wir das mitgenommen. Und ihr seht, da ist schon ein bisschen Futter drin. Hier kommt das nächste Vogelhäuschen, das nennt sich Landhaus. Und zwar ist das im Normalfall hier alles voll mit Vogelfutter und das rutscht dann hier immer in die Mitte rein, wenn das also hier schon weggepickt ist. Ja, meine Lieben, hier haben wir eine Hängeschaukel. Da habe ich ganz viele Körner, so einen richtigen Mix reingegeben. Und zwar wollten wir eigentlich für Eichhörnchen was kaufen, aber da sind unsere Bäume nicht so richtig gegeben dafür. Und da haben wir zwar Eichhörnchenfutter gekauft, das ist ja schon mal was, aber ich glaube, hier springen eher die Vögel rein statt die Eichhörnchen. Denn unsere Bäume sind leider nicht so sehr für Eichhörnchen jetzt gegeben. Ich will mal sagen, um jetzt hier irgendwie so ein Häuschen oder sowas zu befestigen, weil die Bäume einfach doch zu dünne Äste haben. Und da hab ich mir gesagt, naja, dann kauft man wenigstens hier Futter und da können sie hier schön fressen. Und aber ich glaube eher, dass hier die Vögel mehr kommen. Ja, hier haben wir jetzt einen Nistkasten und ja, wir hoffen, dass sich da bald ein Vögelchen reinsetzt. Ja, vorhin ist einer reingeflogen. Wir wollen jetzt auch nicht gucken, wir wollen jetzt nicht stören. Deswegen, ja, also hier ist auf jeden Fall was für Tiere gegeben. Hier ist dieser wunderschöne Schmetterling. Okay, der ist jetzt hier nur zur Zierde, zur Deko. Und hier seht ihr, haben wir ein Insektenhotel. Also es ist alles hier für die Tiere gegeben. Und es macht aber auch echt Spaß, denen immer zuzuschauen, gerade den Vögelchen. Ja, da seht ihr also hier nochmal, hier haben wir diesen Nistkasten, um die Ecke ist dann das Insektenhotel und das ist nur Deko, der Schmetterling. Und ja, dann haben wir hier jetzt noch diese Hängeschaukel und das Landhaus und noch hinten da hinten dieses Hängende für die Vögel. Und ich finde es halt immer schön zu sehen, wenn dann welche hier so drauf sitzen und da picken. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Bis ein anderes Mal. Tschüss!